Franziska Glocke für Lorena und Christian Ahlmann. Wie gut die Zeit ist von Jannika Sprunger, werden wir jetzt sehen, wenn er im Ziel ist. Christian Ahlmann und Lorena. Nach dem Landen wiederum weiter, so. Und er ist bei 19 Sekunden in der Zwischenzeit. Muss man sich mal vorstellen, nochmal gleich 2 Sekunden schneller als zum Beispiel Simone de Lestre. Lässt es richtig fliegen, hier auf diesen Ochser. So, dann geht's weiter auf den letzten. So, für Sie nochmal 40,38 Sekunden war die Zeit von Jannika und Christian Ahlmann. Top des Loch, schafft die 40 Sekunden. 39,54 ist die unglaublich schnell und dann diese Vorsichtigkeit bei Lorena, wie der dagegen knallen kann, das ist unbeschreiblich. Wer soll da noch ankommen, das frage ich mich. Aber es ist noch nichts entschieden. 4 Paare kommen noch, alle 4 haben noch ein heißes Eisen im Feuer. Auch so